Ja, Freunde, die Piratenfraktion Nordrhein-Westfalen bringt ein eigenes Wissenschaftsgesetz NRW in den Landtag von Nordrhein-Westfalen ein. Wir haben uns kurzfristig dazu entschlossen, relativ kurzfristig, weil an dem Gesetzentwurf von Rot-Grün viele Elemente sind, die uns nicht so richtig passen. Und wir gesagt haben, wir müssen da einen eigenen Akzent setzen. Außerdem wollen wir als Piratenfraktion auch zeigen, dass wir es können. Wir setzen nicht auf Waschmittelpackungstitel wie Hochschulfreiheitsgesetz, weil Hochschulen haben immer mit Freiheit zu tun, oder Hochschulzukunftsgesetz, weil Hochschule hat mit Zukunft zu tun, das liegt in ihrem Wesen, sondern wir haben es schlicht und ergreifend Wissenschaftsgesetz NRW genannt und haben darin vier Schwerpunkte gesetzt, die sich in dem alten Gesetz als auch in dem neuen Gesetzentwurf von Rot-Grün nicht so wiederfinden. Erstens den Schwerpunkt der Transparenz. Wir wollen beispielsweise, dass auch Rektorengehälter transparent sind, denn es ist nicht einzusehen, warum ein Direktorengehalt öffentlich bekannt ist, das eines Hochschulrektors aber nicht. Letztlich geht es darum, den Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern gegenüber transparent zu machen, was mit ihren Geldern an den Universitäten passiert. Dazu gehören auch die Gehälter. Dazu gehört auch, dass die Drittmittelforschungsverträge transparent gemacht werden sollen, denn sobald eine Firma, ein Unternehmen öffentliche Infrastruktur wie die einer Hochschule nutzt für Forschungszwecke, muss auch den Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern gegenüber bekannt sein dürfen, was dort geforscht wird. Darüber hinaus setzen wir auf eine Weiterentwicklung der Demokratisierung der Hochschule und einer weitgehenden Selbstverwaltung. Denn die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die wir in den Mittelpunkt unseres Gesetzentwurfs stellen, nicht die Hochschulleitungen und das Management, diese Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler wissen selbst am besten, was für ihre Forschung und was für die Ausbildung der Studierenden wichtig ist. Von daher wollen wir den Hochschulrat, der zur Hälfte mit Menschen außerhalb der Universität besetzt ist, abschaffen und die volle Hoheit über die Hochschule an den demokratisch verfassten Senat zurückgeben. Das ist ein wesentliches Element. Ein dritter Aspekt ist, dass wir die Hochschule attraktiver gestalten möchten und auch im Hinblick auf die Arbeitsplätze. Wir haben zurzeit in Nordrhein-Westfalen an den Hochschulen 80% sachgrundlos, so nennt man das, zeitlich befristete Arbeitsverträge. Das kann so nicht weitergehen. Den jungen Menschen muss auch die Gelegenheit gegeben werden, sowas wie Lebens- und Familienplanung zu machen. Das geht nicht mit kurzen Zeitverträgen, die nur bis zu 2 Jahre laufen. Und als viertes, ein ganz wesentlicher Aspekt für uns Piraten, wollen wir natürlich wissenschaftliche Erkenntnisse als auch Fortbildungen in die Öffentlichkeit, in die Breite tragen. Ein wesentlicher Aspekt ist also Open Access, dass sobald auch nur 1 Euro öffentlicher Gelder an einem Forschungsvorhaben beteiligt ist, die Forschungsergebnisse rückhaltlos öffentlich zu machen sind, das Beste über Online-Plattformen. Das hat nebenbei auch noch eine Sparwirkung, denn die Universitätsbibliotheken müssen nicht mehr diese sündhaft teuren Abonnements bezahlen von irgendwelchen wissenschaftlichen Zeitungen, die dann zusätzlich nochmal Geld damit verdienen. Darüber hinaus der massive Einsatz von Online-Kursen, die dafür sorgen sollen, dass Vorlesungen für jeden Studierenden zu jeder Zeit und an jedem Ort übers Netz abrufbar sind. Die sogenannten MOOCs sind auch für uns ein Aspekt und die wollen wir im Hochschulgesetz verankern. Und darüber hinaus auch etwas fördern, was bislang im Hintergrund stand, nämlich die Vernetzwerkung der nordrhein-westfälischen Hochschullandschaft. Bislang sind Hochschulen, auch durch das alte Hochschulfreiheitsgesetz so definiert, Inseln, die untereinander zu stark in Konkurrenz stehen. Dabei kommt es auch auf die Kooperation an. Wir wollen also ein anderes Gleichgewicht zwischen Kooperation und Wettbewerb schaffen. Das ist im Wesentlichen der Kern unseres eigenen Wissenschaftsgesetzes NRW. Und der neue Passus, der da drin ist, heißt aus guten Gründen, die ich gerade geschildert habe, Hochschulnetzwerkgesetz. Danke.